Futsal Final Four in Hamburg. Und dabei treffen im Finale der U17 der SC Condor auf den Eimsbütteler TV. Beide Teams sind mit nur einer einzigen Niederlage durch alle Gruppen- und Finalrunden gekommen. Im Falle des ETV war diese Niederlage allerdings ausgerechnet gegen den heutigen Gegner. Ein bisschen extra Motivation ist also dabei für die Jungs von Trainer Loic Favet. Und die legen auch sofort los wie die Feuerwehr. Flacher Pass, Schuss, Nachschuss, drin! Leon Bolz, übrigens unbezahlbarer Stürmername, mit einem klassischen Stürmertor. Gedankenschnell verwandelt, 1:0. Und kaum haben sich die Zuschauer wieder beruhigt, ist er schon wieder da. Leon Bolz, 0:2. Und diesmal trifft er ganz passend zum Namen. Schneller Doppelpack des Topscorers, Condor ist in Schockstarre. Und aus der kommen sie trotz Timeouts auch nicht raus. Wieder ein Aussetzer bei der Zuordnung und wieder Leon Bolz. Der Junge hat so einen richtigen Lauf und ist bisher der absolute Matchwinner. 0:3 für den ETV. Condor scheint jetzt nur noch mit sich selbst beschäftigt. An Offensive ist nur noch selten zu denken. Freistoß und keiner ist bei Dominik Akiol. Schon das 0:4. Einfaches Tor für den jungen Mann, der in der Regionalliga schon 4 Treffer auf dem Konto hat. Dann einmal Condor. Aber da ist der Ballverlust. Und Tor! Einfach mal draufgezogen. Johnson Joshua Kwame, heute sonst eher mit Defensivaufgaben beschäftigt, erhöht hier auf 0:5. Er ist ebenfalls einer der treffsichersten Spieler des ETV in der Regionalliga. Und dann ist auch schon Halbzeit. Condor findet einfach nicht in dieses Spiel, während Eimsbüttel nicht wieder ein enges Spiel wie in der Gruppenphase riskieren möchte. Dementsprechend klarer Halbzeitstand. Wer jetzt meint, dass der ETV den Fuß vom Gas nehmen würde, der liegt falsch. Flache Hereingabe hinter den Abwehrspieler und drin! Daniel Rechny wird hier perfekt freigespielt, allerdings lässt Condor ihn auch sträflich allein, 0:6. Und dann kommt es auch noch dicker für den SCC. Tolle Kombination von Eimsbüttel, Bolz verpasst noch, aber nicht Rechny. Doppelpack für die Eimsbütteler Nummer 21, innerhalb von nur wenigen Minuten. Er läuft jetzt so richtig heiß und macht hier das 0:7 für den ETV. Und dann endlich mal Condor. Nico Roxin verzögert und trifft. Geht da jetzt noch was? Eigentlich undenkbar. Aber endlich das 1:7 für den SCC. Aber dann, nur Sekunden später, Roxin raus auf Vireko und drin. Wahnsinn, innerhalb von Sekunden. Und schon sieht die Situation wieder anders aus. Im Futsal kann es nun mal verdammt schnell gehen und der SCC will hier natürlich die Sensation. Nur noch 2:7. Doch plötzlich wieder der ETV und die sind sogar zu schnell für unsere Kamera. Aber trotzdem das nächste Tor. Dominik Akiol mitten ins Herz des SCC. Mit diesem 2:8 rückt das Comeback natürlich wieder in weite Ferne. Dann wird das Torfestival leider zu viel für unsere Kamera. Die wenigen Sekunden, die wir damit außer Gefecht sind, reichen leider, um ein Tor auf jeder Seite zu verpassen. Neuer Spielstand daher 3:9. Bei Condor brechen jetzt alle Dämme. Wieder keinerlei Zuordnung bei der flachen Hereingabe und das nächste Tor. Pavlovic darf sich mit dem 3:10 ebenfalls in die Torschützenliste eintragen. Dann ein weiterer Angriff der Eimsbüttler. Der Condor-Keeper pariert, aber im Nachschuss ist er dann doch machtlos. Der Schlussmann des SCC wehrt sich hier nach Kräften, aber wieder kommt der ETV-Spieler frei zum Nachschuss. Und damit steht es auch schon 3:11. Und Eimsbüttel wird einfach nicht müde. Langer Ball aus der Abwehr, wieder Rechning. Damit ist der Dreierpack für den Offensivspieler perfekt. Er zieht damit auch mit Kollege Bolz gleich und macht hier ganz nebenbei auch noch das 3:12. Und dann ist auch schon Schluss. Nach einem frühen Rückstand findet der SC Condor nie wieder völlig in dieses Spiel. Eimsbüttel revanchiert sich damit für die Niederlage in der Gruppenphase und wird völlig zu Recht Hamburger Futsalmeister bei den U17 B-Junioren.